Deutschland Ende Februar 2018. Die Nation diskutiert, dieses Mal über Essen in Essen. Die Debatte über die Entscheidung der Essener Tafel, vorerst nur noch Deutsche als Neukunden aufzunehmen, taugt als Sinnbild für die Migrationsdebatte im Allgemeinen. Eskalierende Probleme, alleingelassene Bürger, neunmal kluge Journalisten und moralisierende Politiker, die den Bezug zur Lebensrealität der Menschen längst verloren haben. Und, selbstredend, die allgegenwärtige Nazikeule als Ausdruck des intellektuellen Verfalls im Land. Ja, also bis auf einen Wagen sind wohl wirklich alle beschmiert. Wir treffen den langjährigen Essener SPD-Funktionär und heutigen AfD-Bundesvorstand Guido Reil, der die ehrenamtlichen Akteure genauso gut kennt wie die Situation vor Ort und der die Wut vieler Bürger auf diese Politik gut nachvollziehen kann. Und jetzt sagt die Bundeskanzlerin aber... Ach, die hat doch einen weg. Die hat einen weg. Die muss weg. Die muss weg. JFTV im Fokus mit Guido Reil. Die Essener Tafelrunde. Wir treffen Guido Reil bei klirrender Kälte vor seinem Reihenhaus in Essen-Karnab, das von Anfeindungen gegen den Ex-SPDler gezeichnet ist. Wann ist das passiert? Wann ist das passiert? April, Mitte April. Im Höhepunkt der Landtagswahl. Das war der erste Anschlag. Danach sind sie gekommen, mit Steinen an die Scheibe eingeschmissen und dann so Eier und so Geschichten. Auch ein Auto wurde Opfer der offenbar linksextremen Anschläge. Das Auto meiner Frau. Parallel zu den Schmierereien. Also die haben die Schmierereien gemacht und das Auto meiner Frau völlig zerstört. Also die Scheiben zerschlagen, Reifen zerstochen, Lack zerkratzt und dann noch irgendwie so ein Unterbodenschutz ins Innenraum des Fahrzeugs reingesprüht. Also da war nichts mehr zu machen. Schaden 22.000 Euro. Der ist gestorben. Der war Gott sei Dank vollkaskoversichert. Auf die Schäden am Haus bleibe ich hängen. Also ich habe keine Versicherung gegen Vandalismus. Da bleibe ich drauf hängen und deswegen habe ich das auch gar nicht mehr weggemacht, weil ich habe auch keine Lust, das alle 14 Tage zu machen. Einige Kilometer weiter am Wasserturm in Essen-Huttrop, wo die Essener Tafel ihren Hauptsitz hat, fühlen wir uns an Reils Hauswand erinnert. Ja, also bis auf einen Wagen sind wohl wirklich alle beschmiert. Ja, ist unglaublich. Dieselben Schmierereien, wohl aus demselben Milieu. Ausdruck derselben infantilen Ideologie, die mittlerweile schon jeden zum Nazi erklärt, der es nur wagt, auf Missstände im ach so bunten Deutschland hinzuweisen. Also ich kenne viele Helfer, die eben schon vor Jahren diese Dependance der Tafel bei mir im Stadtteil gegründet haben. Das sind ehemalige Parteifreunde von mir, also Genossen. Die haben die Tafel aufgebaut und die waren schon sehr entsetzt darüber, dass die sich eigentlich ein anderes Klientel vorgestellt haben. Die haben wirklich gedacht, als sie sich angefangen haben zu engagieren, wir engagieren uns hier überwiegend zum Beispiel für ältere Menschen, für Senioren oder für wirklich arme Menschen, alleinstehende Mütter zum Beispiel mit vielen Kindern. Ja, das Bild war dann leider ein bisschen anders. Das Bild war dann wirklich so, dass es überwiegend Migranten waren. Sehr überwiegend Migranten. Wir sprechen selber jetzt davon von über 75%. Und eben in jüngster Zeit jetzt auch viele junge Männer, die das Hauptproblem darstellen. Also diese jungen Männer treten sehr fordernd auf, sehr frech, halten sich nicht wirklich an die Regeln, haben so eine Konsummentalität, die meinen, die müssten das kriegen. Also die verstehen auch überhaupt nicht, dass das Ehrenamtler da sind, die sich für sie einsetzen. Das Problem an sich ist altbekannt. Die Junge Freiheit berichtete seit 2015 wiederholt über Probleme diverser Tafeln mit Asylbewerbern. Dieses Video, aufgenommen in Baden-Württemberg im Jahr 2016, zeigt eindrucksvoll jene Zustände, die wohl an vielen Tafeln im Lande herrschen und die nun in Essen so sehr eskalierten, dass sich die Betreiber zum Handeln gezwungen sahen. Nicht wegen der Abstammung derer, die Probleme machen, sondern wegen ihrem Verhalten, ihrer Sozialisation. Eine Wahrheit, die im Multikulti-Staat offenbar nicht mehr ausgesprochen werden darf. Ergo, statt Verständnis und Unterstützung hagelte es in Medien und Politik massive Kritik an den Betreibern, bis hin zu Rassismusvorwürfen. Zahlreiche Politiker und Journalisten, offenbar beseelt von derselben Ideologie, die hier in Form von Schmierereien zum Ausdruck kommt. Nun, da Sie die Anhänger der politischen Linken ja nun aus eigener Erfahrung ganz gut kennen, wie erklärt man sich das? Ich meine, glauben die ernsthaft, dass die Betreiber der Essener Tafel jetzt alle Nazis sind? Tja, ich glaube, das glauben die wirklich. Das wird dann ja auch so suggeriert. Also diese Medienschelte und das Einmischen der Kanzlerin mittlerweile sogar. Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das sei nicht gut, kritisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ausgerechnet jene Kanzlerin, hauptverantwortlich für die herrschenden Zustände, stellte sich damit an die Spitze des politisch-medialen Shitstorms, der über die Betreiber der Tafel einherbrach. Also die, die da jetzt den moralischen Zeigefinger gehoben haben und diese Berufsempörten, sind alle Menschen, die weit hiervon weg sind, die mit dieser Tafel, mit den Verhältnissen überhaupt nichts zu tun haben. Wichtig ist doch die Meinung derer, die vor Ort sind, die da sind, die die Arbeit mitbekommen. Und die können diese Entscheidung, Migranten jetzt erstmal nicht weiter aufzunehmen, alle nachvollziehen. Was viele Bürger, vor allem aus dem Arbeitermilieu, von der Debatte um die Essener Tafel halten, bringt dieser Mann zum Ausdruck, der gerade, wie man hier sagt, von der Maloche kommt. Gehen Sie denn hier auch zur Tafel? Nein, ich bin arbeiten, ich habe es nur mitgekriegt, um was hier passiert. Das ist ja absolute Sauerei. Und da sollte man auch keinen, einfach ekelhaft. Irgendwie rum eine Sauerei, erklären Sie mal. Was finden Sie? Dass Migranten hier hinkommen, einfach den Platz wegnehmen für ältere Frauen. Und dass die Deutschen hier weggescheucht werden. Damit muss ein Ende sein. Und nun gibt es ja auch andere, die sagen, das ist ausländerfeindlich, was die zum Beispiel gerade gesagt haben. Das ist mir scheißegal, was hier in Deutschland passiert. Das ist mir wirklich eine Sauerei. Es ist scheißegal. Leute, die wirklich Hilfe brauchen, sollen Hilfe bekommen. Aber nicht Leute, die hier Theater machen. Und jetzt sagt die Bundeskanzlerin aber... Ach, die hat doch einen weg. Die hat einen weg. Die muss weg. Die muss weg. Da können Sie auch ruhig im Fernsehen zeigen. Also der war natürlich jetzt ein bisschen deftig. Das ist überhaupt kein Thema. Aber genau diese Erfahrung und diese Aussagen habe ich immer, wirklich immer... Von Menschen, die ich auf der Straße treffe, die Arbeiterhosen anhaben, die schmutzig sind, die gerade von der Maloche kommen. Die Menschen, die in Malochen gehen, sich an unsere Gesetze halten und was beitragen und Kinder großziehen. Die haben hier einfach nur die Schnauze voll. Denken Sie denn, hier hat sich seit 2015 was verändert durch die Zuwanderung? Ja, hat sich doch alles verschlimmert. Hat sich doch alles verschlimmert. Ich habe Angst um meinen Sohn, der ist 9 Jahre. Hab Angst, dass er zur Schule geht, dass er immer heile nach Hause kommt. Okay. Ja, wo soll das doch alles hinführen? Also diese Menschen an der Essener Tafel, das sind ehrenamtliche Helfer und die wollen was Gutes tun. Und wenn die Notbremse ziehen und wenn die sagen, das geht ja nicht mehr so weiter, dass wir 75% Migranten haben, überwiegend junge Männer, was dazu führt, dass die, denen wir wirklich helfen wollen, den Senioren zum Beispiel, den alleinerziehenden Müttern, dass die schon gar nicht mehr kommen, dann muss das doch alles Gründe haben. Da kommt er übrigens gerade. Ach, Herr Sator, Glück persönlich. Auf. Guten Tag. Glück auf. Guten Tag. Zufällig treffen wir den Essener Tafelchef Jörg Sator, der gerade von einem Spitzentreffen kommt und mit Guido Reil hier und jetzt lieber nicht sprechen möchte. Ja, der kann jetzt nicht zu mir sein, der darf er nicht. Zu groß ist schon so der Druck auf seine Person. Und umso bemerkenswerter, dass Sator trotz des Drucks vorläufig bei seiner Entscheidung bleibt. Also die Entscheidung ist ja jetzt getroffen, es bleibt beim Aufnahmestopp erstmal. Und um die Politik zu befrieden, machen wir jetzt, was die immer machen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wir gründen einen runden Tisch. Ja, so lächerlich ohne Ende. Da wird wieder eine Krabbelgruppe gemacht mit allen möglichen lustigen Verbänden und dann wollen die Probleme lösen. Also die werden die Probleme garantiert nicht lösen. Also ich finde es toll, dass dieser Kollege Sator, dass der standhaft geblieben ist, dass der bei seiner Meinung bleibt und dass der vor allem nicht zurücktritt. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil ich kann mir gut nachvollziehen, welchen Druck dieser Mann ausgesetzt war in den letzten Tagen. Wir sind zurück in Essen-Karnab, sehen hier ein positives Gegenbeispiel zu den Zuständen am Wasserturm. Das ist ja die Matthias-Stinne-Siedlung, eine Bergbausiedlung. Und wenn hier in der Straße zwei türkische Familien wohnen, dann sind das die besten Nachbarn. Und so funktioniert Integration. Die Durchmischung ist der entscheidende Punkt. Und wir sind hier bei einer Dependance der Essener Tafel. Und hier haben wir völlig andere Bedingungen wie in der Zentrale in Hüttrop. Hier, weit außerhalb der Stadt, in einem gutbürgerlichen Vorort, läuft die Essensausgabe noch reibungslos. Die soziale Struktur offenbar noch intakt. Die Kunden zum Großteil auch hier Migranten. Aber offenbar jene, die schon länger hier leben. Ja, wir haben jetzt ungefähr 30 Kunden gesehen. Der Ausländeranteil auch wieder bei 75%. Aber hier geht es ruhig und gesittet zu. Und darüber sind die Kunden unglaublich dankbar. Denn die kennen auch die Verhältnisse am Wasserturm. Und da haben die uns tatsächlich diese Horrorgeschichten erzählt, die man auch aus der Presse kennt, von Jugendlichen, Migranten, die rumschubsen, die aggressiv sind, die sich vordrängeln. Hier sieht das Gott sei Dank ganz anders aus. Der Vergleich zeigt, in intakten bürgerlichen Milieus funktioniert auch das bürgerliche Engagement für Bedürftige. Gleich welcher Abstammung oder Herkunft. Ich bin hier ein bisschen bekannt, ja. Sind überwiegend ehemalige Parteifreunde von mir. Und das auch wirklich sehr gut machen, mit viel Engagement. Und das ist ja das Entscheidende dabei. Hier arbeiten Menschen ehrenamtlich. Die kriegen da kein Geld für.
Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen kann man die Arbeit der Tafel nicht hoch genug bewerten. Eine Arbeit, an der sich die linksextremen Feinde des Bürgertums übrigens ganz offenbar nicht beteiligen. Und die neunmal klugen Kritiker der Essener Tafel in Medien und Politik schon gar nicht. Ist Ihnen unabhängiger Journalismus wichtig? Dann unterstützen Sie die Junge Freiheit. Zum Beispiel mit einem Abo. www.jf.de/abo. Die Junge Freiheit. Ihre Wochenzeitung für Debatte.